Das Schlimmste ist, wir müssen ja auch noch die Dinge zu machen, die Berufe. Wir kommen nie nach Heavensward. Lange her, erwähnte vom Stamm der Mikote, die Kokoruka hierher leitete. Ich fühle bereits, dass unser Kristall, den ich dir bei unserem ersten Begegnung übergab, wieder zusammenführen würde. Nun nenn uns seinen Namen. Dixer? Koblitz? Nee. Doch, glaube ich. Weiß nicht. Daria Eissatze. Ich, Kasakscha, vom Volk der Amajau, folgte einer Weissagung, die der Vater meines Großvaters mir anvertraute. Deswegen bin ich hier. Wie du sicherlich weißt, wird mein Volk von den Uldanern verachtet. Aus diesem Grund muss ich mich hier aufhalten. Weit außerhalb der Stadtmauern. Du, K. Sagst du, ungeschickt bist du. Aber denkst du, das nicht kannst du schon schaffen. Was? Kasakscha ist von imposanter Gestalt, doch sein Herz ist gut. Fehler übergeht er mit Großmut. Das Rechte verfolgt er mit Ziel. Gott. Leute, redet doch mal ordentlich. Dies sind meine Brüder in Schwarz, Adaria, und nun sind es auch deine. Vor dir steht der Ixal Dosol Melok und der Ko okay, Kobold was. Der Kobold Datsa vom 269. Orden. Mir wurde aufgetragen, Chateaus Edelstein an denjenigen zu übergeben, die die irregeleitete Energie dieser staubigen Erde mit Blut sättigt, dir eine Prüfung aufzuerlegen, um ihre Augen zu öffnen. Sollte sie dies bestehen, so soll ich das Wissen preisgeben, das wir so lange gehütet haben. Deine Prüfung wird es sein, das Blut von Weißkralle zu vergießen. Sei bereit, dein eigenes Leben zu lassen. Deine Reise wird dich zum schweigsamen König im westlichen Tanaland führen, und dort gibt es ein Planarenriss, und auch dort musst du den Durst des Landes mit dem Blut der Kreaturen stillen, die in diesem Riss entsteigen. Aber keine Angst, auch wir werden die Reise zum schweigsamen König auf uns nehmen und uns dort erneut treffen. Suche zunächst Dursun Melok auf, dessen Wege die deinen als erstes kreuzen werden. Wenn deine Aufgabe erledigt ist, wird Chateaus Edelstein in neuem Glanz erstrahlen. Okay. Jeden Wort verstanden. Oh, machen wir mal. Otter, gefunden. Kannst ihn nicht verstecken. Willst du Planaren Riss schießen, brauchst du starke Schwarzmagie. Schließt du und dann kommst du zurück. Dose Melok, KK. Okay. Kasaka spricht wahr. Schwarz ist stark in Aldaria. Gehst du zu Dazar? Dazar, irgendwo da hinten. Dass diese Völker mal so komisch sprechen müssen. Hier befindet sich der planare Riss, die Fissur, die Kluft, was auch immer. Nutze die Macht in dir, um ihn zu versiegeln. Da.
Schön, wenn man immer das Gleiche machen muss. Wo ist er? Da ist er. Genau wie Kasaka es vorher gesagt hat. Du bist auserwählt, Adaria. Musst du zu ihm gehen? Ja, geh zu Kasaka und berichte ihm, dass die Sache erledigt ist. Dass den Leuten hier aber nicht auffällt, dass sie einfach mal Stammesbürger rumlaufen. Naja. Du hast dich gut geschlagen, Adaria. Nichts anderes hatte ich erwartet. Komm nun, es ist an der Zeit, nach Rotfall zurückzukehren. Ja, toll. Und ich muss so 30 Kilometer hinreisen. Oh. Wir haben hier nichts genug zu tun. Ob ich gerade fliegen wollte und es nicht konnte? Wir haben dann gleich nur noch 3 Quests vor uns. Ich glaube, Bestiarium kann ich ein bisschen weitermachen. Schwarzmagierin Adaria, also hattest du Erfolg. Tartodos Edelstein ist durchflutet von neuem Licht. Dieses Gleißen, das Zeichen derjenigen, die die Kraft zu leiten vermögen. Aber die in lang vergangener Zeit verschwanden. Nun erst kann ich Kukurukas Worte wirklich glauben. Der Vater meines Großvaters gab es so ein Nachfahren weiter. 4 Erwählte, die den Pfad der Magie beschreiten, werden in Sand und Felsen sich treffen. Die uralten Kraft der Zerstörung wird das Böse verschließen und das Rechte wieder ins Rechte setzen. Ins Recht setzen, was? Die uralte Kraft der Zerstörung, das ist die schwarze Magie, zu der dir die Augen geöffnet wurden. Das Böse und das Böse sind das Ungeziefer und die grotesken Erscheinungen, die aus dem Nichts kriechen, aus der fremden Dimension. Das Siegel, das die Pforte zum Nichts verschlossen hält, droht jeden Moment zu zerbrechen. Und du hast deine Aufgabe, die dir vom Schicksal zugedacht wurde, hervorragend erfüllt. Hier schwöre ich, ich werde dir all das Wissen eröffnen, das mir von meinem Vorfahren gegeben wurde. Ich werde an deiner Seite sein, ungeachtet der alten Feindschaft, und dass wir gemeinsam diese ungeheure Aufgabe bewältigen. Es ist kein Märchen, nichts davon, der Vater meines Großvaters verlacht als besessener Dummkopf, nur weil er die Wahrheit kannte. Allein schon zu seiner Ehren, um seiner Willen, ist es meine Pflicht. Die schwarze Magie ist eng verwoben mit der Pforte zum Nichts. Auch für dich ist es gefährlich, in der Nähe zu sein, wenn das Dimensionstor sich auftut. Komm wieder hierher, sobald du dir die dunkle Kraft noch besser zu eigen gemacht hast. Doso Mellok vom Stamm der Ixal wird dir zur gegebenen Zeit mitteilen, was du tun musst. Ich sehe schon gar nichts mehr drin. Ja. Oh, jetzt aber mal wieder Zeit für den Energy.
Ist gar. Blitzka! Okay. Schwarzmagier Eldaria. Der Zeitpunkt deines Kommens ist gut gewählt. Dosa Mellock hat dir etwas Wichtiges zu sagen. Werde ihn sogleich herbeirufen. Kas, Schwarzmagierin, die nichts vorte versiegende Kraft schon stärker ist in dir. Ja. Hervorragend. Und ist dir aufgefallen, umgibt dich eine seltsame Aura wegen deiner Magie. Aus der Pforte zum Nichts kommt dunkles Atem raus und lockt deine schwarze Macht die Finsternis an. K. Hat Tor schon begonnen, sich zu öffnen. Gebunden ist die Schwarzmagie an das Nichts. K. 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 Aufpassen, weil sonst reißt dich rüber die Kraft auf die andere Seite. Q. Nicht wollte ich Angst machen. Nicht stark ist das dunkle Atem. Atmen noch. Wenn erreichst du die nächste Probe, du kannst es beseitigen selbst. Gelobter Dose Mellock flüstert dir Methode. K. Komm. Hörst du gut. Lange vorbei, vier Schwarzmagier waren existent. Einer unübertrefflicher meisterlich war. Meister und Weise hat vorausgesehen, dass jemand wird missbrauchen, die schwarze Magie, Zerstörungsmagie. Und darum hat weggesperrt die Lehren mit einem Spruch. Nur sehen können sie Befugte. Von ihm Befugte. Schwarzmagier wurden verstreut auf alle Gebiete. Großes Wissen, alles verwittert und vergessen. Nur Teile sind eingeritzt, noch in eine Steinstelle im tiefen Wald. Das wird Mittel zum Zumachen, verstehst du? Damit können wir wegdrücken, dunkles Atmen. Versiegeln wir die Tür. Xer sind meisterlich mit dem Lesen von Wind. Aber Großmutter konnte auch spüren, das Ström von Magie. Außergewöhnliches Medium war sie, K. Aber verstehst du, damit sie kann gut Taumaturgie machen, sie hat Schulterschluss mit den Almajar gemacht. Freundlich mit Almajar sein hatte Folgen. Sie ist von Heimat rausgeschmissen worden. Als sie aus der Heimat auszog, unserer Familie, hat sie aber was dagelassen. Steinstähle und Worte. Vier Magierleute treffen in Sandgegend. Echt hat sie das gesagt. Verstehst du? Ich kenne gar nicht das Gesicht und die Stimme von ihr. Wobei ich hörte ihren prophetischen Ausspruch. Ich konnte es nicht aushalten, ohne hierher zu kommen. Zum Sand zum Treffen. Bin ich nicht der Einzige, siehst du? Xer oder Amajar oder welches Volk. Sie ist egal, K. Hast du trotzdem geduldig zugehört? Gut bist du. Bin ich auch auf deiner Seite. Gehst du jetzt in den Finsterwald? Die Steinstele ist bei Urzegen, kennst du? Dort sind wilde Kreaturen, aber du kannst schaffen. Außerdem, Daza dir hilft. Stimmt's, Daza? Sehr wohl, ich werde Eldaria begleiten. Kümmerst du dich gut um Eldaria, K? Wir zwei ja nicht in den Wald können. Also gut, gehst du, K? Hast du keine Angst mehr? Kann ja auch nicht mal ordentlich reden. Klingt so viel bei der Sprache. Die tut meinen Ohren weh. Mond fliegen von einem Fluss, ja, so ein. Sind alles da hinten, warte, das mal jetzt erstes. Weil durch die Quest werde ich wohl kaum. Jetzt ist 45er. Durch die werde ich wohl kaum. Genau, die 50. Erreichen. Und wenn hier gerade noch mal sowas ist,
Schön auskosten. Wann denn die Molche? Wo war noch die Molche? Aber wo? Ja, gut, dadurch werde ich auch nicht viel steigen. Ja, aber es war ein Versuch. Jetzt Englisch, habe ich das mal erwähnt? Oh. Warte mal. So. Wunderbar. Ich suche die Flussjavons. Ich bin dran vorbei, glaube ich. Ja. Ja, aber ganz gewaltig.
Ja, geht sofort weiter. Ich muss einmal ganz kurz was übersetzen. Okay, Fluss ja sonst. Ich, die dann wieder keine MP hat, ne? Ja, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Naja, aber besser ist gar nicht. Hin. Da muss ich hin. Zum moosbewachsenen Stein. Gut. Die alten dunklen Küste, das Böse locken sie an. Kannst du dich seiner erwehren? Vergehst du voller Gram? Eine Heer aus Nichtsgesandten, das dunkle Atem der Brut. Mit Zaubern sollst du es bannen. Schick es in den ewigen Tod. Spürst du es auch, Hedaya? Etwas Unheimliches verdichtet sich. Finstere Kräfte sind hier am Werk. Huch. Genau. Hau einfach mit dem Stab drauf. Gott, bin ich froh, wenn ich das hier fertig habe.
Alter. Boah, ich habe... Wie viele AOEs wollen sie haben? Ja. Nein. Haben wir es jetzt? Danke. Gut gekämpft, Adaria. Das dunkle Atmen hat sich verflüchtigt. Kehre zu Dusur Mellok am Rotfeld zurück. Ich werde dich dort erwarten. Für diese Questreihe würde ich gern fliegen können. Ich wiederhole es immer wieder. Ich darf mir das gar nicht alles ansehen. Zu viel zu tun. Wir haben nur noch 1,5 Stunden. Danach geht's zu Witcher. Wolfsmarken. Hi. Dusur Mellok. Willkommen, Adaria. Du gut gekämpft, ich spüre. Ganz weg ist das dunkle Atem von dir. Mach ich mir keine Sorgen mehr, Kar. Und du auch nicht. Meldest du dich auch bei Kasakshaka? Er sich sicher freut. Mir graut's vor dem Stamm der Ixal. Es tut gut, dich wiederzusehen, Adaria. Ich spüre, dass du den finsteren Einfluss der Nichtgesandten abschütteln konntest. Du bist nun bereit, eine neue Lehre der Schwarzmagie zu empfangen. Meister sie und kehre zu mir zurück, wenn es soweit ist. Ein neuer Weg wird sich dann vor deinen Augen ebnen, Schwarzmagierin Adaria. Blitzka!
Finde was Deines. Die vorletzte dann. Sehr gegrüßt, Schwarzmagier Nadaria. Erneut hätte der Zeitpunkt deines Kommens nicht besser gewählt worden sein. Denn Dasa möchte etwas mit dir besprechen. Schenk ihm bitte Gehör. Es war ein Wunder, dich im Film so weit kämpfen zu sehen, Adaya. Du bist bereits sehr bewandert in den Künsten der schwarzen Magie. Auch die Inschrift der Stelle vermochtest du zu lesen. Du bist also wirklich diejenige, von der die Legende spricht. Bei uns Kobolden existiert eine uralte Überlieferung und wegen ihr bin ich hier. Viele Magierkundige würden sich einfinden auf einem Feld von Sand und Ödnis, und zwar genau hier in Tanalan. Und sie würden eine alte zerstörerische Kraft einsetzen, um das Böse zu versiegeln. Und dem Rechten den Weg zu ebnen, heißt es dort. Aha, der Gil ist gefallen. Sehr richtig. Wir haben genau dieselbe Weissagung empfangen wie die Familien von den Amidra, Kazakshar, dem Ixel, Dosel Melok. Dieselbe. Meine eigene Familie ist diese Prophezeiung seit etwa 100 Jahren bekannt. Patriarch Dagu ist damals in alten Schriften auf sie gestoßen. Wegen dieser Weissagung brachte er die eiserne Regel, dass der oberste Thaumaturg sich niemals von Ugomoro entfernen dürfte, verließ unsere Heimat Lanosea. Für alle, die ihm in Ugomoro nahegestanden haben, war er ein Narr, wenn nicht gar ein Verräter. Man befand, er habe sich von einer haltlosen Legende an der Nase herumführen lassen. Niemand dachte auch nur im Traum daran, ihre Wahrheit zu überprüfen. Dieses Versäumnis beherrscht mein Denken, und ehe ich mich versah, war ich auf dem Weg hierher. Genau wie Patriarch Dagu seinerzeit. Um dich hier zu treffen, und hier treffe ich dich nun. Und die beiden anderen. Die Eingebungen, die ihre Vorfahren hatten und die Tatsache, dass ihr tatsächlich gekommen seid. Ich hätte nie gedacht, dass ich sagen würde. Doch man könnte meinen, es sei Schicksal. Ich habe nicht eure Kräfte, nicht eure tiefe Einsicht in die Thaumaturgie, nicht die Fähigkeit, die Muster im Magiefluss zu lesen. Aber ich habe das untrügerische Gespür, Dinge aufzufinden, die jedem anderen verborgen bleiben. Dieses spezielle Vermächtnis meines Volkes. Als Dagu uns damals verließ, ließ er uns nicht nur die Legende zurück, sondern auch eine Menge Gerümpel. Oder zumindest sah es zunächst nach nicht viel mehr aus. Hier, sieh dir das an. Die steinerne Tafel, die reagiert. Sobald du dich mit Chatotos Edelstein näherst. Die verwachsenen Zeichen werden deutlich. Sie treten scharf aus dem Grund hervor. Stein der Magie leuchtet. Mein Wort sie entziffert. Tor zum Nichts bricht auf. Nah ist die Zeit. Den Ort der Kleidung, durch welches dunkles Atem weichte, zeige ich. Der sie trägt, kann Böses verschließen, fürs Rechte sorgen. Rechte sorgen. Um die Pforte zum Licht zu schießen und das dunkle Atem in die finstere Dimension zurückzudrängen, ist also eine bestimmte Kleidung nötig. Nun, die Inschrift nennt jedenfalls die Orte. Vier sind es an der Zahl, von denen du zuerst einmal drei aufsuchen sollst. Es gibt allerdings eine Bedingung. Die planaren Risse, die du an den Orten vorfinden wirst, müssen mit dem Blut von jenen getränkt werden, die ihr Leben den schwarzen Künsten verschrieben haben. Schwarzmagier wie uns. So soll es denn sein. Hier hast du etwas von meinem Blut. Brauchst du auch mein Blut, K? Na gut, für Kleidung ich gebe. Ist wichtig, K? Auch ich will dir ein wenig meines Blutes überlassen. Ich glaube fest an dich, Adaya. Glaubst du auch an dich? Doch mute dir zu keiner Zeit mehr zu, als du zu leisten vermagst. Die planaren Risse befinden sich allesamt an höchst gefährlichen Orten. Die Gewandung nützt dir nichts, wenn du sie nur noch auf den Totenbett tragen kannst. Viel Glück, meine Gute. Okay. Sein Blut. Koboldblut. Dann als erstes das Blut der Amager. Und dann kann ich auch noch ein paar Bestiariumsviecher töten. Feuer-Hexagon, da.
Feuer mit Feuer bekämpfen. Hier brauche ich. Also zwei jetzt nach dem hier noch. Oh, weil hier auch gerade so viele rumflattern. Keine Ahnung. Okay. Dann noch eins. Oh, immer ich das finden will. Dem Fliegenschwarm. Mordsdurst. Irgendwo da hinten. Gut. Aber ich mache aber eine ganz kurze Pause. Diesmal muss ich nämlich wohin. Ich kann ihn nämlich auf den Teller mit hochbringen. Mhm.